Nach dem Tod Ereks suchten die Gefährten die nahegelegene Stadt Telei auf, um den amtierenden Bürgermeister bei der Suche nach dem Meuchler um Hilfe zu bitten. Doch sie waren nicht die Ersten, die an diesem Morgen mit dem Bürgermeister sprechen wollten. Nanu, kein Empfangskomitee? Ihr müsst den Stadtwachen zur Hilfe eilen. Das Haupthaus wird angegriffen. Oh nein! Sie zerstören die Eisenmine! Haltet sie auf! Missionsziele: verteidigt das Haupthaus und zweitens vernichtet alle Angreifer. Und damit moin moin zur nächsten Aufnahme und zur nächsten Mission gleichermaßen. Feinde haben und einen wir Held sind attackiert. Scheinbar in Schwierigkeiten. Das haben wir gleich. Beziehungsweise nicht wir, sondern Telei ist in Schwierigkeiten. Ich brauche euch. Und wir brauchen euch. Was sind denn die Grünen, sind die Feinde, ne? Wird gemacht. Ich bin schon unterwegs. Und wir werden an mehreren Stellen angegriffen. Wir müssen uns also entscheiden, sicher, was wir als erstes retten wollen. Ich gehe mal. Ihr meint, mach das mal so hier. Ja. Wie ihr wollt. Auf sie! Die Taverne, oh mein Gott. Vorwärts! Ich frage mich, ob das jetzt schlau war. Einer eurer Helden wird angegriffen. Tja. Das sind wenigstens Gentlemen. Das sind noch echte Gentlemen. Immer nur einer zur Zeit, ne? So gehört sich das. Oh. Unverhofft kommt oft. Wer ist denn diese hübsche junge Dame? Ich werde euch gegen die Eindringlinge zur Seite stehen. Wer ist denn das? Vorwärts! Wo ist sie? Wo ist denn die hübsche Dame? Yuki. Feinde haben einen Held attackiert. Aha. Wie sieht's mit Ari aus? Ah, die kämpft da immer noch. Wo ist sie denn? Ne, ups. Wo ist denn die werte Dame hin? Holde Maid? Ja. Ihr könnt. Ah, da. Ja. Zack. Bam. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die kann also Karate. Ja, wenn ihr meint. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ja. Feinde greifen ihn an. Pilgrim. Pilgrim, ich will Pilgrim. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Sicher, wie ihr wollt. Wenn ihr können es für richtig haltet. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. So sieht's aus. Jawohl. Komm, ihr beiden könnt schon mal hier hochrennen. Gut. Nicht, dass sie hier alles vernichten. Und Yuki und Freilich. Ari machen das schon. Ihr entkommt mir nicht. Wo sind die Gute schon wieder hin? Unser Karate-Kid. Ah, hat alle erledigt. Sicher. Wunderbar. Ich bin schon unterwegs. Die Blumen gehören uns. Oh, es waren doch noch nicht alle erledigt. Aber egal, das schaffen die restlichen Stadtwachen schon. Hoffentlich. Das haben wir gleich. Feinde haben einen Held attackiert. Ihr habt es so gewollt. Ja, ihr habt es so gewollt. Ein bisschen lauter werden. Bam. Wenn ihr es für richtig haltet. Yuki kommt auch wieder. Sehr geil. Super geil. Dario liegt bewusstlos. Ey, was habt ihr mit Dario gemacht, ihr Schweine? Oh,
Eure ich mach mir sowas von keinen Schaden. Ihre Steuern. Feinde haben einen Held attackiert. So will ich Pilgrim das sehen. Ist am Ende seine Kräfte oh. und sank zu Boden. Pilgrim also auch. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir! Ich frage mich, was passiert, wenn alle Helden sterben. Sollten wir nicht ausprobieren. Hey, wo läufst du denn hin, Madame? Da oben ist noch wer. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir haben eure Ankunft bereits erwartet. Aber verzeiht, wo bleiben meine Manieren? Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Jeremia und ich bin der Bürgermeister von Tilly. Ah, da kommt unsere tapferste Kämpferin. Darf ich vorstellen? Yuki. Yuki, das sind Dario und seine treuen Gefährten. Es ist mir eine Ehre. Ich habe schon viel von euch gehört. Ich danke euch. Ihr habt uns alle gerettet. Ich vertraue euch die Stadt an, solange diese Gegend so unsicher ist. Ihr versteht mehr vom Kriegshandwerk als ich. Und die Menschen werden euch folgen. Ich, weg ist er. Also gut, rüsten wir diese Stadt und ihre Bewohner für einen Krieg. Sieg! Wir haben gesiegt! Kein Feind ist mehr am Leben. Errichtet einen Verteidigungsgürtel um Tilly, um besser vor zukünftigen Angriffen geschützt zu sein. Die Eisenmine ist von großem Wert. Leider liegt sie außerhalb der Stadtmauern. Manu, aber dafür wir haben eine neue genau Heldin. Die richtigen. Jawohl. Und wir haben eine große Stadt, die ist erstmal, ich gucke mich erstmal, wo ich jetzt erstmal um die Helden kümmere, gucke ich erstmal, was wir hier überhaupt haben. Hier haben wir so einen Lehmschacht. Hier Steine. Hier haben wir einen Markt. Die Seite ist, glaube ich, gut geschützt. Hoffentlich. Dann haben wir hier eine Schmiede. Hier haben wir eine Universität. Hier haben wir noch eine Hochschule. Boah. Übertrieben. Ach, ein Bett okay, hier in hinten der Bau hat nichts. Wäre jetzt etwas wirklich die beiden können wir hier reparieren. Aber gern. Nein, nicht Holzfällen. Natürlich. Reparieren. Holzfällen machen andere Idioten. Man kennt's ja. Wir haben auch schon eine Kaserne, ne? Ja, gut, Reiter. Ah, hier sind die anderen. Können aber auch erstmal hier hochgehen. Na, gut. Yuki. Sicher, ja, ja. 20 und 3 ist, glaube ich, gar nicht so schlecht vom Angriff her. Wurfsterne richten radialen Schalen am Zielort an. Feindliche Einheiten außer Helden geraten in Panik und fliehen. Erhöht kurzzeitig die Ausdauer eigener befreundeter Arbeiter in Yukis Nähe. Ja. Ah, cool, dann können die also mit länger arbeiten, Vergnügen. Ne? Füllt sich hier diese Leiste da unten wieder auf wahrscheinlich. So, ihr Leutchen. Ihr holt mir Holz. Sie schattert. Zwar von außerhalb der Stadtmauer. Eure hier ist also Arbeiter nichts mehr. Dann gehe ich mal mit Yuki jetzt hier unten mal erkunden. Ein bisschen mit ihr. Jawohl. Das mache ich. Mal gucken, was die noch so für Sprüche drauf hier. Hat. Da bin Kann ich mal ich gespannt. Jetzt Feierabend machen? Sofort. Kein Problem. Aber gern. Ich glaube, diesen Ort hier müssen wir gut schützen. Lieber als das. Am besten mit irgendwelchen Türmen oder sonstigen Gedöns. Ja, ist gut. Achso, ich hatte Ari noch mit angeklickt. Freilich. Schon wieder. Natürlich. So, die beiden. Schicke ich erstmal zum wir genau die richtigen. Auffüllen so soll wieder nach es sein. Hinten. Ach, den Bauernhof hätte ich gar nicht gebraucht. Egal. Fertig, Meister.
Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, das ist richtig, aber gleich haben sie einen. Ne. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Ach, immer das Gleiche mit Leibeigenen. Ne? Nie haben sie Lust. Wir leben... Okay, ich auch. Da ist auch noch ein Arbeitsloser. Fertig, wenn's denn sein muss. Und die sind auch arbeitslos. Ich baue hier All schon mal. Alle Wohnhäuser sind belegt, Türme aber hin. Es gibt noch obdachlose Siedler. Nichts lieber als das. Ich bin müde. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist kein Zufall. Wir können also schon aufwerten. Formidabel. Ich hätte auch einfach das hier machen können. Tut mir leid. Fertig. Kein Problem. Können wir denn schon aufwerten? Nee, mal gucken, was wir so alles erforscht haben. Tavernen können wir. Brücken. Alchemisten, Schmieden. Ziegelhütten, Sägemühlen, Aussichtstürme. Zahnrad können wir gleich mal machen. Kaserne. Oh, Kaserne sind wir schon weit fortgeschritten. Nicht verfügbar. Hier lässt es sich gut Ja, das wollte ich gar nicht. Ausbau von Aussichtstürmen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ja, ich habe okay. nämlich keins. Okay. Hier bleib ich gern. Könnt ihr das Feuer nicht verlegen? So, die können sich auch ums Holz. Ah, die kümmern sich mal um Stein. Ist gut. Ich mach nochmal ein paar mehr für Stein. Weil ich glaube, dass wenn wir jetzt am Anfang auch ein bisschen mehr brauchen, haben wir zufällig... Huch. Da springt das Bild, aber hier... Nee, wir müssen ja. außerhalb hingehen. Ausbau haben wir noch woanders Steine? Hier ist noch ein Turm. Ja... Ach, da kommen ja noch ein paar. Hier hinten haben wir bestimmt noch Stein. Ja! Dann halt leben. Jawohl, mit dem größten Vergnügen. Bin schon dabei, Yep. Yep, bin schon dabei. So, und die können mal hier unten dann so ein bisschen was aufbauen. Oh, jetzt habe ich beide weggemacht. Zahltag. Ach ja, werden ja schon wieder. Dann sind die mal hier für den. Sofort. Hier haben wir Schwefel. Sind wir schon so weit? Nee, ne? Na, fast. Aber wir brauchen den Stein noch. Kriegen meine Jungs und ich die lassen heute Abend wir hier frei. Drin und schickt die beiden Bedarf da an, wo wir sie brauchen. Was ist hier Eure oben? Gelehrten Ach, noch ein Turm. Haben eine neue Technologie erforscht. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Habe ich mir irgendwie gedacht. Natürlich, das mache ich. Jawohl. Schade. Jawohl, gerne. Mit dem größten Haben wir hier oben eine Schwefelmine? Gerne. Fertig. Das mache ich. Bin schon dabei. Gerne. Kommt hier noch irgendwas? Mit dem größten Vergnügen. Kein Problem. Natürlich, bin schon dabei. Ich kann hier reinlaufen. Ein Held ist in großer Gefahr. Da ist also auch Was mache ich? Hey, ich gehe ja schon. Ja. Das heißt, wir könnten auch von hier angegriffen werden. Das ist Natürlich. Ja mies. Sicher. Da sollten wir uns vielleicht mal so schnell wie möglich drum kümmern.